Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Februar in 2022 für den Aszendenten Wassermann. Kennst du deinen Aszendenten noch nicht? Dann klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link und dann erfährst du, wie du ihn dir berechnen kannst. Und bevor wir loslegen in diesem Monat, eine wichtige Information: Wenn du dir etwas Gutes tun möchtest in Form eines vedischen Horoskops, dann unterstützt du in diesem Monat damit gleichzeitig einen guten Zweck. Und zwar mit 30%, die davon weggehen. Zum einen möchte ich gemeinsam mit dir die Anna unterstützen. Wer ist die Anna? Die Anna ist eine junge Frau aus dem Dorf, aus Valea Lunga, aus Rumänien, aus dem meine Mutter stammt. Und die Anna habe ich in 2017 kennengelernt. Und diese junge Frau, kein Mädchen mehr, damals war sie noch ein Mädchen, kann sich selber nicht alleine bewegen. Sie ist komplett auf die Hilfe der Eltern angewiesen. Sie tun sie halt dann im Rollstuhl schieben. Und da kam mir die Idee, dass wir zusammen sammeln, um der Anna einen elektrischen Rollstuhl zu kaufen. Und das haben wir auch gemacht. Mein Mann und ich gemeinsam mit unseren Kunden und auch mit Newsletterbeziehern. Die haben alle zusammengeholfen. Das war ganz, ganz toll. Und jetzt ein paar Jahre später sind die zwei Batterien kaputt gegangen, was ganz normal ist, und die kosten in etwa 400 Euro. Und deswegen möchte ich jetzt auch zusammen mit dir, für die Anna diese Batterien besorgen, damit sie dann auch wieder mobiler sein kann, damit sie auch ein wenig sich alleine bewegen kann, was für diese Frau sonst gar nicht möglich wäre. Alles andere, alles darüber hinaus werde ich dann an die Freiheitskämpfer spenden, die gerade in Kanada in meinen Augen etwas ganz, ganz Großartiges bewirken. Die ganze Welt schaut zu, auch ich bin mit Leib und Seele dabei und ich empfehle dir auch dort, nachzuschauen, was da wirklich passiert. In den alternativen Medien findest du da Informationen dazu und somit sind das jetzt die Dinge, die auch du mithelfen kannst zu unterstützen in diesem Monat, wenn du ein vedisches Horoskop erwirbst. Mehr Informationen dazu gibt's auch unterhalb in der Videobeschreibung oder eben auch hier oben links siehst du die Webseite eingeblendet. Gut, jetzt legen wir los. Wir legen los mit den Mondknoten Rahu und Ketu. Die sind bei dir im 4. und im 10. Haus. Mit dem Ketu im 10. Haus kannst du beruflich Projekte, die dir noch wichtig sind, abschließen und vollenden. Auf der anderen Seite möchtest du dich dort eher rausziehen. Und zwar zieht dich der Rahu ins 4. Haus. Da geht's mehr, dass du dein Innenleben anschaust, dass du deine Gefühle anschaust, dass du schaust, was du wirklich brauchst. Und der Rahu kann hier auch mehr Unzufriedenheit anzeigen, so dass du auch ein Stück weit gezwungen wirst, dich mit deinen Gefühlen, mit deinem Innenleben auseinanderzusetzen. Das 10. Haus steht für das Außen, für den Beruf, wo wir draußen sind, uns mit der Gesellschaft beschäftigen. Aber der Rahu legt jetzt bei dir mehr in den Fokus auf das Innere, auf deine Gefühle, auch auf das Zuhause. Aber auch mit dem Zuhause kann es einen gewissen Stress geben oder auch mit der Heimat, da der halt letztlich dazu führt, dass du dich da auch nicht mehr so wohl fühlst. Und Rahu steht für die Fremde, sodass eventuell sogar für dich auch das Wohnen in der Fremde interessant werden kann. Den Saturn, der dich am zweitbesten beschreibt, den haben wir im 1. Haus. Das bedeutet, die Bereiche des 1. Hauses sind jetzt sehr, sehr wichtig für dich. Da geht es um dich. Da geht es um deinen Körper, da geht es um deine Lebensausrichtung. Und der Saturn möchte, wenn er stark ist, sich langfristig ausrichten. Also wenn du jetzt etwas tun willst in deinem Leben, dann denke langfristig, denke an das Alter, denke an deinen Lebensabend. Der Saturn steht für deine tägliche Arbeit. Also auch die Arbeit ist jetzt ganz, ganz wichtig in Verbindung mit deinem Lebensweg. Und weil Saturn das 12. Haus, das Haus der Verluste mit sich bringt, kann auch auf deinem Lebensweg ja oder auch in Verbindung mit der Arbeit etwas zu einem Abschluss kommen. Kann es auch Auszeiten geben oder Unterbrechungen oder du arbeitest mehr aus dem Rückzug heraus.
Und natürlich, Saturn ist Saturn, das heißt, du fühlst dich jetzt auch ausgebremst auf deinem Weg. Du kannst nicht so, wie du gerne möchtest, oder alles geht eben langsamer. Ja. Auf der anderen Seite, wenn Saturn stark ist, verleiht er dir auch Ausdauer und Durchhaltevermögen und auch die Geduld, es anzunehmen, dass es jetzt eben langsamer vorwärts geht. Wir haben den Jupiter im zweiten Haus. Dem Jupiter geht es dort gut in seinem eigenen Zeichen. Also finanziell müsstest du jetzt gut versorgt sein, so dass es für dich passt. Jupiter selber steht ja auch für die Finanzen. Du kannst hier sogar expandieren wollen. Jupiter möchte die Bereiche, die er beeinflusst, zum Wachsen bringen, zum Erblühen bringen. Und wenn du jetzt finanzielle Ziele hast, oder auch Ziele in Verbindung mit Gewinnen oder mit deinen Ressourcen oder mit materieller äußerer Sicherheit und Stabilität, dann solltest du diese in dieser Zeit angehen, umsetzen, wo der starke Jupiter hier am Wirken ist. Du kannst auch, wenn du eine Frau bist und der Jupiter zeigt den Partner an, kannst du auch durch einen Partner hier gut versorgt sein. Gut, dann haben wir die Sonne. Die Sonne ist die ersten zwei Drittel im Februar im ersten Haus. Sie unterstreicht noch einmal, dass das Thema Karriere, das Thema Beruf, das Thema Ansehen jetzt sehr wichtig sind, dich beschäftigen. Es ist aber auch so, dass Autoritäten auf deinen Lebensweg Einfluss nehmen oder für dich wichtig werden. Das kann zum einen der Vater sein, mit dem du jetzt auch enger verbunden wirst, aber das auch mehr in Verbindung mit Pflichten, weil der Saturn ist ebenfalls in diesem Haus. Und es kann aber auch Begrenzungen für dich geben durch Autoritäten, wie einen Chef, wie Regierungsstellen, die sich auf dein Leben stark auswirken, dir Opfer abverlangen und das auch in Verbindung mit deiner täglichen Arbeit, wo du vielleicht sogar etwas loslassen musst. Wenn die Sonne im ersten Haus ist, dann ist es gut, anstatt dass du dich auf die anderen Autoritäten besinnst, dass du selbst mehr Verantwortung für dich, deinen Körper, deine Entwicklung und dein Leben übernimmst. Im letzten Drittel im Februar haben wir die Sonne im zweiten Haus. Jetzt tut dir ja das Geldverdienen etwas mehr Opfer abverlangen oder auch hier wirken sich Autoritäten ungünstig aus. Doch weil der starke Jupiter mit am Wirken ist, wird es dir dort trotzdem gut gehen und du wirst Wege finden, dass dann alles letztlich ja gut ausgeht in den Bereichen des zweiten Hauses. Wir haben den Neumond am 1. Februar im ersten Haus. Er wirkt einen Tag vorher, er wirkt einen Tag danach und das bedeutet, es kann dir etwas bewusst werden in Verbindung mit deinem Leben, in Verbindung mit dir selbst oder deinem Körper, deiner Gesundheit, was du vielleicht noch nicht so gut gemacht hast. Und hoffentlich, wenn du etwas erkennst, dass du es dann das nächste Mal besser machst. Also Bewusstseinsarbeit ist ja genau das. Ich erkenne etwas und aha, da ist jetzt die Erkenntnis. Selbst wenn ich das vorher nicht sehen konnte, obwohl es schon da war, aber ich konnte es nicht erkennen. Aber ab dem Moment, wo du etwas erkannt hast, macht es natürlich Sinn, es künftig besser zu machen. Wir haben den Merkur, die erste Hälfte im Februar im 12. Haus. Die zweite Hälfte ist er im ersten Haus und der Merkur ist rückläufig bis zum 4. Februar. Das bedeutet, wenn du reisen möchtest, dann bitte erst ab dem 5. Februar. Wenn der Merkur im 12. Haus ist, das ist das Haus der Verluste, das Haus der Ausgaben. Merkur steht bei dir gleich doppelt für Investitionen, also bitte keine Investitionen, denn da können dann auch Verluste auftreten. Keine Investitionen, keine Spekulationen. Dies besser in der zweiten Februarhälfte. In der ersten Februarhälfte kannst du dich auch von Freunden trennen, von falschen Freunden oder auch von Gruppen, von Gleichgesinnten, die nicht mehr wirklich zu dir passen oder du umgibst dich mit spirituellen Gleichgesinnten. Ja, mit Menschen, die sich mit Spiritualität befassen.
Wenn der Merkur im ersten Haus ist, kann es bedeuten, dass Freunde, mütterliche Verwandte jetzt wichtiger werden. Du kannst von ihnen Unterstützung erhalten auf deinem Lebensweg. Es kann aber auch bedeuten, dass du jetzt etwas dich entscheidest, noch etwas lernen zu wollen, dich weiterbilden zu wollen. Oder auch eine Selbstständigkeit wird wichtiger. Der Merkur trifft dort auf den Saturn. Saturn steht für die tägliche Arbeit. Also auch dieser Weg, wenn du ihn noch nicht gehst, kann dann für dich interessanter werden oder auch generell, dass du dich auch beruflich noch weiterbildest. Alles, was du dir aneignest, alle Fähigkeiten können dir dienen und kannst du letztlich auch damit etwas anfangen. Wir haben die zwei Planeten, wenn die zusammenstehen, dann zeigen die viel Leidenschaft an. Was bedeutet Leidenschaft? Ich stelle mir etwas vor, ich möchte etwas haben und dann will ich es unbedingt umsetzen. Und das sind der Mars und die Venus. Und im 12. Haus möchtest du dich an und für sich erholen. Das 12. Haus steht für Erholung, es steht für Rückzug, es steht für Urlaub. Also wenn du Urlaub möchtest, du hast einen starken Wunsch danach, du brauchst das, dann leg das in diesen Monat hinein. Das passt jetzt sehr, sehr gut. Der Mars kann auch Ausgaben anzeigen in Verbindung mit dem Zuhause, in Verbindung mit Immobilien. Der Mars regiert bei dir über das Haus der Karriere. Entweder arbeitest du mehr aus dem Rückzug heraus oder es kommt bei dir auch beruflich etwas zu Ende. Also das ist bei dir schon verstärkt zu sehen. Auch der Ketu im 10. Haus zeigt an, dass beruflich etwas zu Ende gehen kann. Die Venus im 12. Haus, die Venus steht für die Liebe, für die Beziehung und auch hier kann etwas zu Ende gehen oder wenn du ein Mann bist, dann ist eine Distanz zwischen dir und der Partnerin zu sehen. Vielleicht braucht sie auch einfach nur mehr Zeit für sich, auch das darf natürlich sein. Und wenn du noch nicht in einer Beziehung bist, und wenn der Planet der Liebe jetzt im Haus der Isolation, im Haus der Verluste steht, auch nicht eine gute Zeit, um jetzt wirklich in eine Beziehung treten zu können. Auf der anderen Seite kannst du die Venus im 12. Haus sehr gut gebrauchen, wenn es darum geht, dass du mit Freude und Hingabe meditierst oder dich auch um deine spirituelle Entwicklung bemühst. Gut, dabei möchte ich es jetzt belassen für diesen Monat. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Noch einmal die Erinnerung, die Information, wenn du im Februar ein vedisches Horoskop erwirbst, 30% davon gehen an einen guten Zweck. Die Anna wird sich freuen, wenn ihr elektrischer Rollstuhl wieder funktioniert oder alles darüber hinaus geht an unsere Brüder und Schwestern in Kanada, die gerade für die Freiheit der Menschen weltweit kämpfen, da weltweit ein Vorbild sind. Mehr Informationen dazu findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Noch einmal alles Liebe, alles Gute, bis bald oder bis zum nächsten Monat.